Wo es gerade so schön ist, wird auch noch Teil 4 aufgenommen und da haben wir zwei weitere Plattformen, auf denen ich investiert bin. Das sind für mich die neuen Plattformen, weil ich da auch erst im Frühjahr 2021 mit begonnen habe. Und Alster werden Quico und Afranga, wie ich verstanden habe, beides Plattformen von Kreditgebern, die vorher bei Mintos ihre Kredite angeboten haben oder dies auch teilweise noch tun und dann sich wohl gedacht haben, die 3%, die wir Mintos geben, können wir uns sparen, machen wir doch einfach eine eigene Plattform auf. Ist ja auch in gewissem Sinne nachvollziehbar. Bei Quico habe ich damals angefangen im März mit eher geringen Beträgen und habe das auch nicht so aggressiv ausgebaut. Da sind jetzt 2500 Euro. Quico, da sind auch viele Darlehen im Verzug. Der Zins, der effektive, liegt bei 7,7%. Auch wenn die Webseite selber, da können wir jetzt mal hinspringen, mir hier eine Durchschnittsverzinsung von 11% suggeriert und ich hätte auch schon einen Bonus von 1%. Aber auch hier gilt das, was ich bei den anderen Videos schon dargestellt habe. Es dauert eben, die Darlehen sind im Verzug, 30 Tage, 60 Tage. Man sieht auch hier, 20% von den 2.500 ist überfällig. Das Positive ist, es liegt nichts rum, sondern es ist alles investiert. Hier kann man übrigens mal sehen, was ich immer mache, etwas mehr einzahlen und gleich mal 100 Euro wieder rausholen. Das kann ich auch empfehlen, wenn man mit einer Plattform neu anfängt, immer etwas mehr einzahlen und gleich mal wieder etwas Geld rausholen, damit man weiß, wie geht das, funktioniert das, wie lange brauchen die, wollen die noch was von mir wissen? Ja, nein, vielleicht. Und wenn das alles geklappt hat, dann kann man auch, man kann das auch so machen, 100 Euro einzahlen, 100 Euro wieder rausholen. Und wenn das gut geklappt hat, kann man am nächsten Tag mit 200 Euro investieren beginnen. Also das ist bestimmt zu empfehlen, damit man weiß, wie alles funktioniert. Und man braucht da am Anfang ein bisschen eine Periode, wo man sich da so orientiert, sage ich jetzt mal. Ja, bei Quico kann man auch sich seine Darlehen, sein Portfolio angucken. Das ist hier irgendwo in Kasachstan, glaube ich, in Russland investiert und man hat auch ein Auto-Invest. Also das ähnelt sich dort. Die 11%, wie gesagt, erreiche ich im Moment noch nicht ganz. Da liege ich jetzt bei 7% und warte jeden Monat eigentlich immer auf die großen Zinsen. Bisher sind sie noch nicht gekommen, aber ja, ich lasse das mal so weiterlaufen. 10% bei 2.500 wären 250 Euro im Jahr. Dann müsste eigentlich im Monat mal durch 12, so 20 Euro Zinsen, würde ich gerne mal sehen. Ich sehe jetzt immer nur 10, 10 und vielleicht werden es dieses Mal 15 diesen Monat. Das hoffe ich doch mal sehr. Afranga bin ich gleichzeitig eingestiegen. Die haben natürlich, investieren, glaube ich, nur in Bulgarien und haben dort gleich mit 18% Zinsen geworben. Nun, das motiviert, das spricht an. Da geht man gerne mit Geld rein. Das habe ich dann auch getan und habe was ich bei Mintos abgebaut habe, unter anderem bei Afranga wieder aufgebaut. Da habe ich jetzt 6.000 Euro investiert, da fühle ich mich auch noch ganz wohl mit. Ja, derselbe Effekt, am Anfang kommt der Zins noch nicht. Jetzt habe ich aber die 37, 30 Euro schon im August, dafür, dass der Monat erst halb rum ist. Super. Und da habe ich auch eine Verzinsung von 12,4% hier stehen. Bin ich auch mit zufrieden, wenn wir da umschalten auf die Afranga-Webseite. Da kann man sehen, auch hier gibt es jetzt ein Geld, was nicht angelegt wird. Das hat jetzt ein bisschen zugenommen. Ich vermute, dass jetzt immer mehr Leute die Webseite entdecken. Die haben auch ab und zu mal neue Rekorde vermeldet. Aber so insgesamt, wenn da mal 10% nicht investiert sind, ist das für mich auch nicht ein Problem bei den hohen Zinsen. Und wenn man auf die Darlehen guckt, die man da hat, dann hat man eben wirklich. Von den 18% sind sie runter, 16,8%, die machen ab und zu mal Sonderaktionen. Ich weiß nicht, ob man das hier umsortieren kann. Es liegt irgendwo zwischen 16 und 16,8%, was ich noch an Darlehen dort laufen habe. Ich habe vieles auch manuell investiert. Man kann das aber auch tue ich das jetzt mal über Autoinvest laufen lassen. Man kann aber auch einfach sagen, was gibt es für Darlehen und dann suche ich mir da was aus, klicke ich was an und sage, da investiere ich 50 Euro rein. Das spielt eigentlich auch keine so große Rolle. Es ist alles mit einer Rückkaufoption oder einer Auszahlungsoption gesichert und nach 60 Tagen gibt es Geld und Zinsen dann wieder zurück und ja, bin ich eigentlich mit zufrieden. Man sieht es ja auch, das Income steigt und ja, mein Investment
ist eben auch im, hat auch im März hier sozusagen begonnen. Und auch da kann man wieder sehen, ein Teil, 80% sind current und ein Teil, 20 oder 25% manchmal sind überfällig. Und auch hier bin ich eher so am kurzen Ende investiert, anstatt in Langläufer zu gehen, 24 Monate, sondern ich versuche da auch bis 12 Monate zu investieren bei Afranga, damit, wenn man mal rausgehen will, das auch nicht ewig dauert, bis man sein Geld wieder zurückbekommt. Ja, also das sind diese beiden Plattformen. Für mich die beiden ersten der sogenannten, der bei mir neuen Plattformen. Die gibt es wohl auch noch nicht so lange, aber man muss denen ja auch eine Chance geben. Und ich habe da bisher, da habe ich auch bei beiden noch ein gutes Bauchgefühl. Ja, wie gesagt, immer schön das Geld verteilen auf viele Plattformen. Wenn Quico pleite gehen würde, wäre es schlimm, aber nicht so schlimm, als wenn man dort sein ganzes Geld investiert hätte und schon gar nicht das ganze Geld natürlich in P2P, sondern das immer schön auf verschiedene Assetklassen verteilen. Das ist eigentlich, glaube ich, das A und O, die Diversifikation der Anlagen auf verschiedene Assetklassen. Das, aber wir reden ja jetzt hier nur, oder eigentlich rede ich ja die ganze Zeit über P2P-Anlagen, was ja für viele auch Neuland ist und sicherlich auch ein gewisses Risiko hat, aber auch irgendwie interessant und spannend ist, wenn man sich damit beschäftigt. Da kann man viel dazu lernen und ja, warum sollen Leute nicht auch Geld direkt von anderen Leuten quasi über solche Vermittler bekommen, anstatt über Banken? In den Ländern ist es, wo das passiert, ist das meist auch nicht so einfach möglich. Aber das ist vielleicht noch ein anderes und weitergehendes Thema. So, das war es erstmal zu Quico und Afranga. Und das war dann mein viertes Video.